Ich hab auf mein Handy geguckt. Immer diese Generation, die nur auf ihr Handy starrt, ey. Bam, bam, badam, bam. Dann gehen wir doch runter und werde euch alle essen. Okay, noch. Lichter gehen aus. Okay, steh jetzt hier. Skylar-Tod wäre nicht aus. Wo? Genau von den Lichtern. Und du hast niemanden gesehen. Ne. Ich bin nämlich bei Aber ich den. bin zusammen. Ich bin an den Lifelines und Skylar ist während der Lichter dann umgekippt. Kurz bevor die Lichter angingen, Ja. muss ja irgendwie wer rausgekommen sein. Bin zusammen mit Anna, glaube ich, runtergelaufen. Sie ist aber Richtung rechts irgendwo und ich habe mich halt an die Pilonentask gestellt. An Also, welche ich kann mir. Pilonentask? Da unter Electrical da. Da hätte ich dich gerade sehen müssen, weil da stehe ich gerade. Ja, ich glaub, bin ja dann, als ich fertig war, wieder in Electrical rein, dann die Lichter anmachen, da habe ich ja die Leiche dann gefunden. Wie schnell machst du die Pylonen? Braucht da Wie immer ist die ewig denn? für. Echt mal, das dauert voll lange. Ich Nee, bin es geht gerade voll schnell. irritiert, Gar muss ich nicht. sagen. Weil, Gar also, nicht. Das ich war dauert jetzt komplett. erst noch. Nee, aber ich hätte Haribo eigentlich sehen müssen, weil wenn er sagt, er ist dann noch davon weggegangen und zu Electrical rein. Ich war bei Dropship, hab dort eine Task gemacht, da stand Skylar da noch. Lauf runter zu den Pylonen, da steht niemand. Stell mich dran und währenddessen geht Licht aus. Also hätte ich ja Der Haribo Licht sehen war doch müssen, wie er noch schon dran steht. voll lange aus, oder? Haribo, mit wem bist du da hingegangen? Alleine quasi, aber ich bin, glaube ich, zusammen mit Anna runtergelaufen und Anna ist irgendwo nach rechts dann runtergelaufen. Stimmt das, Also Anna? Anna habe ich dann. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass Stefan noch bei mir war. Ich bin dann rechts in Storage rein und Stefan ist noch links, Stimmt Richtung das, Electrical. Stefan? Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe geschaut, welche Tasks ich habe. Ah, Bin okay. dann nach Electrical, nach O2. Ultraschall, wo bist Ich du? kann. Du solltest doch bestätigen können, dass ich mit dir anfangs nach rechts gelaufen bin. Ich bin gerade Labor. Du bist auch im Labor. Okay, gut. Dann halt ich Haribus heiß und skippe. Okay, das ist okay. Aber nicht dabei. Und hey, Wake Dancer, was geht? Wollt ihr mitzocken? Oha, das ist ja cool. Könnt ihr gerne machen. Moment. Einige müssen auch noch auf deinen Discord eingeladen werden. Wo kannst du den. Also, du kannst bestimmt vielleicht den Link sogar schicken, ne? Oder ich gebe dir gleich den Link nach der Runde. Dann mache ich das eben gleich. Aber das wäre cool. Du kannst nämlich theoretisch gesehen unten bei meinen Panels, da hast du ja den Discord-Link quasi. Wenn du da drauf drückst, oder warte, ich habe eine andere Idee. Ich erstelle dir einfach kurz ein. Leute einladen. So, kopieren. Und ich schicke dir jetzt den Link. Oh, die Türen gehen gerade zu. Haribo. Stefan, okay. Ah, muss ich kurz. Parallel. Oh, wo bist du denn da? Da unten. Ich schicke dir jetzt den Link und den kannst du dann weiterschicken. Zack. Okay, Haribo und Stefan waren bei mir. Anna kommt aus Artur raus, okay. Wissen die denn, dass sie dann im Stream sind? Weil ich weiß nicht, weil Daniel meinte irgendwie eine Runde unter sich oder so, aber na, wir sind halt jetzt gerade um. Anna geht links, okay. Nicht, dass sie da nicht wissen oder so, dass sie dann on stream. Okay, Selina hat gefixt. Haribo kommt noch hoch. Haribo habe ich zuletzt mit Selina. Hast du sie ihnen gesagt? Okay, das ist good to know. Ihr könnt mich ehrlich gesagt auch nennen, wie ihr wollt, ob es jetzt Matthew, Matty, Kevin, whatever. Das ist, da bin ich ehrlich gesagt, ist mir eigentlich egal.
Okay, leben noch alle. Haribo traut sich jetzt nicht mehr zu töten. Das ist, weiß ich nicht. Immer dieses Namen wechseln, das ist, glaube ich, mir frei. Außerdem steht sie auch im Impressum drin. Also von daher. Ich habe die Aufgabe noch. Shit, ey. Kannst du auch gerne ausrichten, weil ich glaube, das sorgt, glaube ich, oft für Verwirrungen oder so. Ich glaube, das sorgt sonst für, weiß ich nicht, damit man sich da nicht umgewöhnen muss oder so. Dann hat man das, glaube ich. Communication. Da hat jemand kein Push-to-Talk an. Oh stimmt. Und ich muss dann gleich euch noch die Rolle geben, ne? Ich gebe dir, du hast die Rolle, ne? Du hast die Rolle für den Discord auf Among Us. Das heißt, du siehst den Code, dann kannst du den ja quasi schon weitergeben. Ne? Ich gebe dann gleich noch dann die Rollen dazu, aber damit du schon mal den Code für die Lobby weitergeben kannst. Wo? Unter Lab liegt Anna bei über dem Stein da, Felsen, Gedöns. Okay. Ich bin gerade Communications. Ich war gerade Communications und bin gerade vor der Tür zu O2. Stefan und ich sind im Office. Von wo kam Stefan denn dahin? Ich schätze mal von Richtung Labor, weil da habe ich Stefan zuletzt gesehen. Da habe ich Stefan zuletzt auch gesehen, Ja, oder? da kam Ich meine, Stefan er ist auch links runter. rausgegangen. Links rausgegangen. Ja, Haribo war gerade noch mit mir in Specimen. Genau, und dann bin ich halt Ich nach oben glaube, wieder rausgelaufen. nach Hab dann noch Labor meine habe ich. Kaffeetask abgeholt und dann ja die Leiche draußen gefunden. Und sich Nach runterlaufen Labor wollte. bin ich kurz in Storage geschaut, ob da einer liegt. Dann bin ich unten lang rechts ins Office. Bitte? Wo, tschüss Anna, wo du gerade bist? Ach Ich bin so, disconnected. ich bin gerade Richtung O2 rein. Ich bin nämlich überlegen, in Office habe ich, glaube ich, echt noch niemand dann mehr gesehen. Und ich muss sagen, ich war bei den Lifelines. Anna muss, glaube ich, noch recht relativ frisch sein. Also da war sie noch nicht tot. Richtig. Als ich durch Office durch Dann kann bin. ich, denke ich, Selina rausnehmen. Aber ich kann, glaube ich, gerade niemanden wirklich richtig rausnehmen. Ich würde jetzt einfach nochmal. Matti, wie bist du aus dem Labor raus? Von links. Ich bin nur rechts reingegangen, hab Mapbase-Scan gemacht, hab die Dingens und bin links wieder raus. Okay. Ah, okay, Matti habe ich nicht mal gesehen. Krass. So, dann let's go. Ihr habt, glaube ich, sogar alle jetzt die Rollen. Das hat, glaube ich, Skylar netterweise gemacht. Und habt ihr alle die Rollen, das ist cool. Ich die Scheiße nochmal machen, ey. Hat die. Achso, nee, gar nicht, weil ich muss den Pylon jetzt bestätigen. Stimmt. Deswegen. Also in allem Voice und haben den Code. Okay, perfekt. So, dann habe ich eigentlich alles fertig. Na, hier sind die Kabelaufgaben, ne? Zack, zack, zack. Fertig. Lass mich raus. Oh, scheiße, die Tür öffnen war doof, ne? Genau, ich kann nur entweder oder, ne? Ja, dann bin ich jetzt fertig mit den Aufgaben, ne? Was mache ich denn jetzt? Zieh euch rein, wenn ihr durch seid mit der Runde. Genau, das ist super lieb. Wir leben noch alle. Nein! Ich glaube, Haribo ist es einfach. Deswegen würde ich nichts mit Haribo zu tun haben. Na! Okay, Ultraschall. Okay, Ultraschall hat mich jetzt zuletzt gesehen. Wenn jetzt.
Ja, kein Piu-Piu, ne? No, 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 no. Oh, ich renne jetzt einfach weg. Ich mache jetzt schnell die Lichter, glaube ich. Ist das, boah, ich weiß nicht. Vielleicht ist es ja Selina und dann ist es voll doof, dass ich die Lichter mache. Wo? Wo seid ihr? Ich bin gerade Ich an den bin gerade Lichtern. in. Ich bin am Lab. Ich bin im Office. Ich bin gerade in Electrical rein, so da wollte ich. Ich wollte gerade reingehen. Okay. Liegt Haribo am. Das Ultraschall im Lab ist, kann ich bestätigen, sehe ich am Admin Table. Da ist ein Punkt. Wo, Moment, okay, Stefan, wo liegt die Leiche? Direkt unterm Meeting Room. Unterm Meeting Ich Room. habe halt, ich bin an Haribo und Selina vorbeigelaufen, bin an die Lifelines und da war Haribo plötzlich tot. Boah, Auch zuletzt mit Matty zusammen gesehen. dann würde ich, glaube ich, boah, entweder sonst ein wenn Self-Report oder Selina, weil ich war an den Lifelines, Selina kam mir entgegen, Haribo war noch im Admin-Pool, ich dachte, er wäre es, und dann wusste ich jetzt, und dann gingen die Lichter aus, und jetzt bin ich gerade auf dem Weg zu den Lichtern. Hast du etwa Haribo gekillt? Ich habe die ganze Zeit gedacht, er wär's. Ich muss sagen, für mich war nach dem ersten Kill nur noch Haribo und Stefan, die in Frage gekommen sind. Und jetzt ist Haribo irgendwie tot. Und obwohl ich aber jetzt Haribo zuletzt mit Matty gesehen habe, muss ich sagen, ist jetzt für mich Stefan deutlich mehr sus. Um ehrlich zu sein, bin ich mir so unsicher, dass ich eigentlich jetzt keinen voten würde, weil wir noch kaum Tasks zu machen haben Ist das und wir richtig? Ich bin rein noch nicht theoretisch. Ja, fertig stimmt. geworden. Ich skippe jetzt einfach mal. Wir haben jetzt nur noch ganz wenig Aufgaben, aber ich muss sagen, boah, Und also. ich muss auch sagen, ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher, ob Stefan im Admin-Dingens ist, weil am Admin-Pult ist nur ein Punkt in Admin und das bin ich. Ich glaube, Haribo ist aber gar nicht mehr drin. Stefan ist es nicht, weil er mag Lichter aus nicht. Das stimmt. Ich mache jetzt ganz schnell die Lichter an. Ey, als ob die Türen wieder zu waren, ey. Was soll die Kacke? Ich renne hier von Stefan weg. Nein! Nein, Stefan! Was machst du denn mit dem Schneemann? Achso, wahrscheinlich. Ich stalk jetzt Stefan. Nope, nope, nope. Nope, nope. Hilfe! Ich glaube, er will mich umbringen! Fuck, 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 fuck! Fuck, 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 fuck! Fuck, 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 fuck! Okay. Nein, nein, nein. Nee. Nein, 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 er will mich umbringen. Nee, der will mich umbringen. Nein, Stefan, lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe, Stefan! Lass mich in Ruhe! Boah, Stefan, du wolltest mich umbringen, ich hatte so Angst. Ich bin Ich die war ganze Zeit wirklich kurz weggerannt. davor. Ich dachte mir gerade schon so im. Oh Okay. doch, ja, stimmt. Haha, hab auch gesagt. So, dann wollen wir mal. Crewmate. Oh, ich glaube, irgendwer muss sich noch muten, glaube ich. Ja, einer muss sich muten. Ravioli. Ravioli war das. Da haben wir ein Okay. Lichter gehen aus. Ich mache den Download. Ich sehe Steffen. Boah, du Scheiße, was ist los mit euch? Viele da sind. So, was. Okay, Chili ist da unten. Komm, ich komm mal zu dir. Da war Ultraschall und. Oh, wer ist denn mit der Kochmütze? Ich habe mich aufgepasst. Und willkommen zurück, Vio. Ach, der Flo. Willkommen zurück, Vio.
Wo? O2, unterer Ausgang. Dann würde ich Anna rausnehmen und Buklava, weil die in Lab waren. Dich Buklava kann ich auch rausnehmen. Ich bin gerade ins Labor dazugekommen. Das ist schwierig. Wir sind gerade zu viert in O2. Da ist Matti, Chili, ich und noch jemand. Der Flo, Herr Trixian. Ich war das, genau. Also der süße King kam von da unten und ist dann auf offenem Feld kurz stehen geblieben. Ja, finde ich jetzt nicht verdächtig, wenn man noch nicht so viel Among Us gespielt hat. Guck mal oft auf die Karte. Ich habe das seit 4 Jahren nicht gespielt. Ich weiß nicht mal, wie man die Karte öffnet. Wie geht das denn? Dann weiß ich da gleich. Ich drücke mal auf das Kartensymbol oben rechts. Du hast oben rechts das Kartensymbol, ja. Ich meine, es war ZL. Ja, für Switch, aber im PC ist es das Kartensymbol. Ja, kommt auf die Konsole drauf an. Du kannst links auf, ich glaube auf Tab müsste das sein. Ansonsten, boah, weiß ich nicht, wer kam denn zuletzt rein? Ultraschall, weißt du das noch? Nein, ich habe leider nur gesehen, wie ihr zu dritt aus dem unteren Bereich gekommen seid. Ja, Chili und Etrexian, die beiden waren auf jeden Fall schon vorher da. Das heißt, eigentlich ist Ultraschall, wo kamst du eigentlich? Von oben, von Electrical. Oh, habt ihr hier Chili, Etrexian, habt ihr das gesehen? Ich habe noch gar nicht wahrgenommen, wie dieses Spiel läuft. Das ist okay. Ich habe gerade ein Rad gedreht, so viel kann ich sagen. Was ist das? Am Rad drehen, ja, das tue ich auch manchmal. Ja, kennt man. Am Rad hin kann man in O2, das kommt hin. Mhm. Man kann im Among Us überall. Kann man aber auch draußen. Boah, dann skippe ich erstmal an der Stelle einfach mal. Selten so viele Leute, Alter. Ich fühle mich total überfordert. Hallo. Hey. Allein schon zu viert in, wir waren allein schon zu viert in O2 und eigentlich sind da so nie Leute. Willst du auch noch dazu kommen, Vio? Oder ist immer noch die Schnauze voll von Dingsy? Und vergesst nicht, euch wieder zu muten. So. Da haben wir den Bösen. Boah, ey, wie viele hier einfach sind, ey. Wie viele einfach hier sind, das ist so gruselig. Esse jetzt. Oha, guten Hunger, lässt sich schmecken. Ah, okay, Gott sei Dank, okay, ich dachte eben. Da macht das keiner, aber. Zack. Hallo. Der Arm wird einfach rausgesperrt. Schade. Steinchen sortieren, ne? Was ist denn hier? Oh, muten. Sonst hören wir dich. Wo? Im Versammlungsraum. Ja, okay, ich kann für diesen Kill Chili rausnehmen. Ich war mit ihm recht lang zusammen. Also in der Nähe habe ich die Selina gesehen und den Hetrixian. So meilenweit weg, aber ja, wir haben uns in Communications gesehen, da bist du kurz rein. Meeting? Genau. Oh, meint er. Ich bin gerade mit Chili in Labor. Ich bin mit Matthew Deacon. Ist das richtig? Ich bin zur Lichtreparatur gerannt. Okay. Mhm. Der Trexian ist gerade vor Dropshop die ganze Zeit rumgelaufen. Chili, hast du Ultraschall da gesehen? Der Lilane? Ich bin leider noch ein bisschen nutzlos. Ich muss, glaube ich, noch eine Runde spielen, um das Das ist nicht schlimm, aber ich kann sagen, Chili war auf jeden Fall, er wollte halt gerade noch auch in Deacon und ging die Tür einfach vor seiner Nase zu. Aber ich bin gerade mit. Was ist das?
Okay, ihr seid alle in Deacon, ihr drei. Nee, ich bin also mit Skylar gerade genau raus und wären gleich fast im Admin gewesen. Ja. Und wir haben Shilly oben im Lab gelassen. Also oben am Deacon-Tür. Ultra, du bist gerade oben ins Deacon, ne? Ich bin gar nicht Deacon. Chili steht gerade am Bohrer dort. Und da stehe ich auch. Okay, irgendwer ist oben in Deacon, meint sich, gelaufen. Und sah aus wie Ultraschall. Kann ja sein. Chance, dass wir Morpher haben. Aber uns kam keiner entgegen, Skylar. Nee. Aber vielleicht ist er in den Lab reingewendet. Geht ja auch. Gut, das kann sein, ja. Das könnte sogar Anna, hinkommen. Wo bist du nochmal? Ich hatte jetzt eben gerade das Licht gefixt. Ah, okay. Ah, stimmt. Matti, ich sollte übrigens sagen, der Christian kommt auch gleich noch rüber. Ah, okay, sehr schön. Wichtig ist wirklich, dass ihr dran denkt, dass ihr euch mutet, sobald es hier oben ist. Bei einem hört man dann sind wir ja zu 12. Hilfe. Ja, wir waren doch schon mal 15. Ansonsten wollte ich mal sagen. Waren wir schon mal 15? Ja. Nee, 15 nicht, 14 waren wir schon mal. Das aber da mit 3 Imposter auf dem Airship. Ja. Mhm. Ich glaube, 3 Imposter werden wir sofort gleich machen, ne? Ich habe jetzt immer noch geskippt. Ja, Dito. Ich habe noch gar keinen Feller. Was ist los? Warum ich? Warum 3 Rhodes? So, let's go. Du hast wieder frei, wie ich an deinem Streamplan sehe. Jein, ich habe morgens, muss ich glaube ich arbeiten. Und nachmittags habe ich dann frei. Hätte ich komplett frei, könnte ich sogar ab 10 Uhr loslegen. Okay. Dann haben wir Anna. Selina, Anna. Skylar hat mit mir ein Lichter gemacht. Stimmt, ich habe jetzt noch die ganzen Aufgaben hier, weil dann ja der Alert kam, ey. Okay, Anna ist schon wieder hier. Anna geht jetzt da runter. Okay, wo hast du Selina gefunden? Ja, das ist eine gute Frage. Das war quasi über da, wo diese Tür ist zum Entriegeln. Es gibt viele Türen zum Entriegeln. Ich kann es euch nicht genau beschreiben. Bist ich kann die Karte ja nicht mehr öffnen. Die Karte ist in Among Us. Ah, genau, wenn du den Chat siehst, genau, wo du das Passwort siehst, also den Code siehst, da ist auch ein Bild von der Karte. Das letzte Bild. Also, ich habe Selina zuletzt in Security an den Camps gesehen. Da bin ich dann also runtergelaufen. Ich kann für den Kay wieder Chili rausnehmen. Was schon macht wieder. Was denn da die ganze Zeit zusammen hier? Jetzt sind wir gerade in Specimen. Auf dem Weg bin ich Stefan über den Weg gelaufen. Ja. Wo der gerade ist, weiß ich nicht. Ich war gerade am Admin-Pult und da kam dann von oben im Office ein Ultra gelaufen. Hä? Ich bin aber mit. Umgedreht. Ich bin in Specimen. Dann haben wir einen Shapeshifter. Oder Ultraschall lügt. Ja, und Chili ist sein Imposter-Mate. Ja. Aber die nimmt sich seit Anfang an raus. Security Cam, zum Beispiel, wenn es da Selina war, Anna war jetzt bei mir. Ich habe sie nicht durchgängig gesehen, aber ich habe sie halt gesehen. Entweder ist sie es dann. Wer ist Anna? Hunter Kari. Grün. Das andere Grün. Hellgrün, genau. Also der an Camps war, der müsste auch gesehen haben, dass ich am Anfang da im zur Rakete. Das war, glaube ich, Selina. Ich habe sie, glaube ich, aber Stefan, gesehen. Du hast doch gesehen, dass ich dir in Decontamination entgegengekommen bin. Ja, ich sag ja auch, dass du und Chill in Specimen warst, aber ich habe noch einen Ultra gesehen dann beim Admin-Pool. Ach so, also okay. Auch Shapeshifter. Von oben auf ist gelaufen und hat umgedreht. Ah, okay.
Na gut, dann kann ich Anna dafür wegnehmen. Wen haben wir denn noch übrig, ne? Wo ist denn, wer ist Booklover? Nummer? Ich bin Booklover. Ah, okay. Ah. Wo bist du gerade? Oder wurde das schon? Also ich bin an, ich bin an Chili und Ultra vorbeigelaufen. Stimmt kann das? Sein. Durch den Specimen rum, oben durch also Laboratory. Dass jemand bei uns vorbeigelaufen ist, kann ich bestätigen, aber ob es Booklover war, weiß ich jetzt nicht. Kann definitiv sein. Okay, Skyler, was wolltest du sagen? Dann müsst ihr mir das wohl einfach sein, glauben. Ich dachte gerade, er ist aus Specimen rausgekommen bei Admin, aber ich frage, ob das vielleicht Wake jetzt sein Wesen konnte, aber nee, wenn er durch Specimen hoch zum Labor gegangen ist, kann das eher nicht gewesen sein. Theoretisch. Und Stefan meinte, es gäbe einen Ultraschall. Also ihr habt ihn auf jeden Fall gesehen. Also einen Shapeshifter. Dann bleibt uns Skyler, du bist jetzt gerade wo? Ich bin im Lab, der in Camps gewesen war, hätte das sehen können. Ich war an der Raketentask. Schwierig. Ja, Selina war in Camp, da ist nicht viel mit. Ja, das ist es halt. Mhm. Also die Person, die an Camps gewesen war, hätte es bezeugen können, aber. Okay. Wir müssen voten, bevor die Zeit abläuft. Ich hab langsam echt Schiss, ich bekomme immer so viele Votes. Ja, mei. Who cares? Boah, ey. Muss doch nicht alles kommentieren. Alter. Interessiert's. Ja, spielt seit bestimmt 30 Minuten in den Karton. Oha. Tja, wer weiß. Stefan ist gerade bei mir. Wer weiß, was du angestellt hast. Okay, jetzt gehen die Lichter aus. Oh, es könnte auch der Trickstern sein. Der Trickstern ist tricksreich. Der hat die Tricks drauf. Der hat hier so die. Skyler ist hier, Stefan. Skyler und Stefan zuletzt. Anna sehe ich da drin. Muss ich kacke nochmal. Mann, ey, ich hasse diese Aufgabe so sehr. Let's go. Ins Album gehört. Also ich wusste, dass die Frage kommt. Bisher noch nicht, aber ich weiß, du hast es mir geschickt. Anna ist tot. Okay, die haben auf jeden Fall das gemacht. Er kann das, glaube ich. Anna ist tot, dann suche ich mal die Leiche. Und Chili ist gerade gestorben. Okay, Chili ist gerade gestorben. Stefan kommt mir entgegen. Okay, Stefan kann es nicht sein. Stefan ist es nicht. Er hat zumindest nicht Chili gekillt. Gegen Ende nur drei Leute weggeschnitzelt. Was hast du gemacht? Bitte alle muten. Richtig, muten. Mal wieder Chromate, ich will einfach alles niedermähen. Nee, mein Bruder ist nicht dabei. Er spielt nicht mit. Ja, ist im Stream. Mal, jetzt gehen die Lichter wieder aus. Und auch dir einen schönen Tag im Tag, ne?
Ich hoffe, bei dir ist alles gut. So, Skyler Ultraschall. Hier ist Chili wieder. Chili macht seine Aufgaben. Der ist fleißig dabei. Selina geht in den Weapons rein. So. Chili, geh weg. Wer kommt denn da dazu? Der Booklover. Chili. Oha. Was ist los? Oh nein, das war zu früh. Ich wollte den Booklover es gibt einen Morphling mit zwei Booklover, denke ich mal. Das wolltest du wahrscheinlich sagen, oder? Ich wollte einfach sagen, dass ich gesehen habe, dass jemand tot ist und ich habe gesehen, wie du dich hinter einer Wand versteckt hast. Ich habe nämlich deinen Namen gesehen, aber nicht deine Spielfigur. Okay. Wer ist denn tot? Wen hast du denn von beiden gesehen und wo hast du die Person gesehen? Ich habe niemanden gesehen. Ich habe gesehen, dass Personen tot waren. Achso, ja, dafür musst du, oh, dafür musst du doch gar nicht auf Dings gehen. Dafür musst du zur Leiche laufen. Ja, genau, da musst du die Leiche suchen. Die Leichen und ich weiß doch nicht, wo die sind. Die musst du suchen. So wissen wir ja nicht, wo die Leichen liegen und wer in Frage kommt. Da sind zwei Leichen verschwunden. Ja, aber jetzt wissen wir, dass Leute tot sind. Ja, aber ja. Okay, jetzt seid doch mal dankbar. Aber hat er dich mal einen Verdacht geäußert? Kevin, du hast jetzt wohl Kevin einen Verdacht, oder? Ja, aber das ist leider falsch. Und wir wissen auch nicht, wo die Leiche liegt. Deswegen haben wir auch keine Ahnung, wo die liegt. Deswegen können wir jetzt niemanden. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, und Booklover kann es nicht sein, es gibt einen Shapeshifter, der sich als Booklover gerade, weil wir haben zwei gesehen. Ich wollte dem gerade hinterherlaufen, damit er sich zurückverwandelt. Aber dann kam der. Also ich bin halt an dir vorbeigelaufen in halt dann in den ins Office und hab den Knopf gedrückt. Ja, das und müsstest aber, glaube ich, noch Lila ne Ultraschall gesehen haben. Ich glaube, ja, du hast ihn, glaube ich, auch. Oder war, wer war das? Ja, ich kann bin auch nicht sicher. Eine weitere, dass es zwei Booklover gibt. Genau. So. Also ich bin an Chili auch vorbeigelaufen. Chili ist auch, genau. Chili habe ich auch gesehen. Aber. Ja, jetzt wissen wir halt nicht, wo die Leichen sind. Das ist ungünstig. Ich kann nur sagen, wo die... Skyler habe ich zuletzt in Security gesehen. Zusammen mit Stefan. Wahrscheinlich liegen... Ich war gerade in den Camps, da war keine Skyler. Und dann bin ich runtergelaufen in Uchu. Da war auch keine Leiche zu sehen. Ja, also links liegt keine Leiche. Ja, ist halt auch ewig her. Also da habe ich sie zuletzt... Ich glaube, sie haben die Lichter gemacht. Ja, kann sein. Können auch rechts drüber gegangen sein. Im Labor ist halt... Ja, ja. Also, keine Ahnung. Wir wissen also nur, dass Booklover wohl safe ist. Ja, wo ist ein Ultraschall, habe ich gesehen. Booklover ist Chili. So, Selina, wo bist du gerade? Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich habe es jetzt in der Hektik komplett vergessen, wo ich genau bin. Das Letzte, was ich weiß, ist, dass ich in Communication war, diesen Hebel umgedrückt habe und rausgelaufen bin. Aber ich weiß nicht mehr, in welche Richtung ich genau bin. Ich hatte dich in den Camps gesehen, wie du links aus Office raus oder halt links von Office warst. Da hatte ich dich in den Camps gesehen. Also genau, da war ich bei Anna zusammen mit genau, da lag auch niemand. Okay. Und in Communications auch nicht. Okay, aber und Anna, ihr wart die letzten paar Sekunden, wart ihr auf der linken Seite, richtig? Jo. Nein, ich bin jetzt gerade unter Electrical bei dem Pylon. Hat das irgendwer gesehen? Mm-mm. Leider nicht, nein. Und Haribo, wo bist du? Jetzt gerade Uchu. Ich war halt in den Camps davor. Hat auch keiner gesehen. Hat das auch irgendwer gesehen? Nein. Gibt's Beweis? Also es muss ja irgendwer sein, der jetzt gerade Just a Moment. Ultraschall, du hast doch bestimmt irgendwas. Wen hast du denn gerade noch zuletzt gesehen? Du bist doch gerade sogar mit. Ich habe nur dich aus dem Augenwinkel und den zweiten Booklover gesehen. Oh, schwierig. Vielleicht ist sogar der Shapeshifter mit Ultraschall gelaufen, weil er Imposter ist. Der Move war so unweise. Der Move war nicht so klug. Und Nelson, danke schön für dein Follow. Herzlich willkommen, was geht?
Das war. Das war nicht so gut. Boah, das war gar nicht gut, ey. Ja, das ist jetzt auf so vielen Ebenen war der Verlört falsch. Und er war auf so vielen Ebenen. Zwei Leichen weg. Und. Und noch Dinge. Ah, mein. Oder der. Und dann wusste. Und dann weiß man noch nicht einmal, wer der Shapeshifter ist. Ja, ich hab Ultraschall in Verdacht gehabt. Mann, ich glaube, ich hätte nicht antworten sollen. Da war, glaube ich, der zweite Booklover, weil der eigentliche Booklover steht gerade unten in O2. Und Haribo habe ich auch noch irgendwie im Lichtkegel gesehen. Also genau, ich war in O2 gerade und habe dich gesehen. Genau. Wir stehen gerade vor Electrical. Ne? Genau. Da habe ich gerade noch Chili weglaufen sehen nach rechts. Ja. Im Lichtkegel. Also Chili ist es wahrscheinlich auch nicht, meinst du? Er ist weggelaufen. Also könnte sein, dass er gekillt hat und dann weggelaufen ist. Weil Lichter sind ja aus. Warum läuft er so dann? Ja, bei mir sieht es aus, als wäre dann ein Booklover. Also der Chili. Also ich habe euch nicht gesehen. Ich habe halt nur Chili kurz vor Electrical nach rechts weglaufen gesehen. Ja, wir sind entgegengekommen. Wir müssen ja voten. Das ist also ich habe auf den Camps habe ich ab und zu mal den Hetrixian gesehen. Und ich das glaube den Chili. Das heißt vom Shapeshiften her wären es dann ja, es würde entweder Ultra oder Haribo würde dann fehlen auf den Camps. Ich nicht, weil ich Matti konnte ja bezeugen, dass ich es nicht war. Und ich habe den Seitenbuckler war auch gesehen. Ja, aber du könntest ja dann mit Imposter sein, theoretisch. Ja, mit Imposter könnte ich theoretisch sein, ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Shapeshifter Hetrixian ist. Also zumindest hat er sich sehr verdächtig verhalten. Das Letzte, was ich in den Camps gesehen habe, ist, dass er hoch Richtung Reactor gelaufen ist. Was keinen Sinn ergibt, weil da. Ja, ich wollte unten in diese, also in dieses Gebäude da rein. Ich dachte, ich komme oben durch die Tür durch, aber das war wieder so eine Verriegelungstür. Deshalb habe ich dann auch gecheckt, dass das der falsche Weg ist. Oh, schwierig. Ich habe ihn nicht rausgenommen. Ich habe sogar gesagt, ja, wir müssen also irgendwen voten. Müssen wir rausvoten, sonst sterben wir gleich. Ja. Sagt ihr eher Chili oder eher Hetrixian? Wohin wollt ihr denn Chili laufen? Denn? Warum nicht zu den Lichtern? Ich bin einfach nur zur nächsten Aufgabe gelaufen, musst du was rechts machen. Okay, ja. Hat irgendwer Matti gesehen? Ich hatte Matti zuletzt in Office gesehen, da waren wir zusammen Lifelines, da war noch keiner tot. Dann sind die Lichter ausgegangen und ja, dann bin ich halt dann Richtung Elektrike gelaufen. Also ja, da waren halt Matti und Hunter Curry auch zusammen unterwegs tatsächlich. Also ich würde sagen, Hetrixian war eigentlich zu weit weg, um sicher die zu killen. Weil, also der war ja direkt oben drüber, hätte sich dort shapeshiften können, kommt zurück. Die Sache ist, wenn Haribo sagt, er hat Chili gesehen, er hätte ja auch einen zweiten Booklover sehen müssen eigentlich. Also kann Chili eigentlich auch nicht der Shapeshifter sein. Richtig, Haribo ist es auch nicht Ultraschall, es ist nicht Booklover, es ist nicht, also muss es Hetrixian sein. Und es könnte sogar ein missglückter Doublekill sein, dass Haribo hätte mich töten sollen. Deswegen wurde vor Haribo getötet. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht, weil Lichter waren auch aus. Mhm. Aber der Shapeshifter muss nach dem Ausschlussverfahren eigentlich Hetrixian sein. Okay, dann. Ich lasse dich überzeugen. Glaube ich dir auch mal. Flo, tut mir leid. Wenn es nicht Flo ist, dann ist es Selina. Boah, Gott sei Dank, ey. Wenigstens schon mal einer raus. Genau. Boah, wenigstens schon mal einer raus. Ich dachte jetzt auch so, als ob die das jetzt voll durchregeln, ey. Aber, boah, wenn jetzt echt Chili. Ich muss sagen, Chili, glaube ich, ist. Glaube ich leicht, weil er halt das Spiel noch nicht so krass drauf hat.
Deswegen, oh ne, ich will da nicht wieder rausnehmen. Deswegen, ich glaube, ne, deswegen hätte ich auch Chili nicht. So ein bisschen verpeilt, da hätte ich. Bin ich fertig? Bin fertig. Suchen wir doch mal Ultraschall. Wo ist er denn? Du wärst Chili. Wieso wärst du Chili? Wieso wärst du denn Chili? Da ist Ultraschall. Noch leben alle. Wenn ich das Spiel nicht kann, so wie er. Ja, du hast es ja schon ein paar Mal gespielt. Ich glaube, also Dirk hat das, glaube ich, noch nicht so oft gespielt. Na, Chili ist tot. So. Ja, gut, die neuen Sachen, die sind halt ein bisschen komplizierte Stimmen. Wo hast du ihn gefunden? Also ich habe, ich guck gerade mal auf die Karte, ich habe ihn gefunden, links neben dem Labor bei dieser, ich glaube bei dieser Bohrstation oder im Labor. Mhm. Eins von beiden. Mhm. Ich habe aber, also niemanden gesehen in der Nähe. Ich bin gerade an den Camps. Ich kann bezeugen, dass Wuckler war da gerade reingelaufen ist von links. Okay, dann müsste es... Es könnte theoretisch Haribo sein, weil der gerade in Office reingelaufen ist. Er war halt vorher oben in diesem... Was ist das? Über Electrical ist so ein kleiner Bereich. Das ist Reactor. Da habe ich. Da war der und hat, glaube ich, einmal das Notfalldingen deaktiviert. Genau. Und ja. Dann bin ich kurz zu dir in die Camps gekommen, aber ich genau. Bin nicht ganz rein. Und dann bin ich halt Uchu runtergelaufen bei den Wasserrädern. Da war meine Deshalb würde ich sagen, Haribo ist es nicht. Ganz sicher. Also ich glaube, also warum sollte er sonst beim Reactor sein? Ich gehe davon aus, dass er den deaktiviert hat. Man kann auch als Imposter deaktivieren, um Alibi zu bekommen. Also so ist es. Das ist richtig. Aber ich war jetzt an der Links. Dafür würde ich kein Alibi geben, richtig. Eher für zeitliche Sachen. Ja, deswegen, ich war jetzt ja größtenteils links. Das hat ja also was wir wissen, ist, dass ich recht hatte mit Petrixian, weil sonst wäre schon die Runde rum. Richtig. Also der Shapeshifter müsste draußen sein. Mhm. Genau. Ansonsten hätten wir immer noch einen zweiten Booklover gesehen. Na ja, gut, muss nicht sein, aber also es war ja nur die Möglichkeit, dass er der Shapeshifter ist. Also Chili hatte ich zumindest zuletzt ein Specimen gesehen. Da sind wir zusammen reingelaufen. Ich bin vor ihm raus und Ultraschall kam mir entgegen, oben in Lab. Da ist er dann rein und wir haben uns in Lab getroffen, Selina. Kurz darauf ging Reactor an. Also ich habe quasi dann damit Chili zuletzt mit Ultraschall zusammenlaufen sehen. Quasi. Chili war dann noch im Labor, da war Ultraschall nicht mehr, glaube ich. Zumindest habe ich Ultraschall nicht gesehen. Okay. Ich habe dann den Reactor auf der rechten Seite gemacht und bin dann runtergelaufen zu Specimen. Da bin ich jetzt auch gerade. Also von den Personen, denen ich bisher entgegengekommen bin, finde ich Ultraschall am verdächtigsten. Weil Selina, du hättest mich oft genug töten können, vor allen Dingen, nachdem du wusstest, dass ich Medic bin und Haribo habe ich, wie gesagt, auch beim Reaktor gesehen. Deshalb glaube ich eigentlich nicht, dass er es ist. Ich würde tatsächlich jetzt nochmal skippen, weil ich glaube, wir haben nicht allzu viele Tasks und müssen nur aufpassen, wenn noch jemand gekillt wird. Aber für mich muss es auch entweder Haribo oder Ultraschall sein, einer von beiden.
No, ey, gut, dass sie lieber Skip mehr, lieber Skip mehr als Haribo rausbaut, ne? Das wäre jetzt richtig doof geworden, ey. Das wäre sonst echt nicht gut geworden. Gucken wir mal. Ja, der Alert geht. Okay, Ultraschall hat sogar den Dingens gefixt. Wahrscheinlich ist Selina gleich tot. Oder Skylar schafft es, Selina zu schützen. Du kannst nichts mehr klicken. Okay. Ich hoffe, dann sind die Aufgaben aber fertig. Na, es ist natürlich eher tot. Ja, diesen Bug habe ich auch manchmal. Ich hoffe, das regelt sich nach der Runde. Haribo, wo bist du gerade? Ich war gerade in den Camps. Und du hast gerade das Licht gemacht, ne? Ja. Ultraschall ist in Labor reingelaufen. Ich habe da noch gesehen, dass ein Punkt in Labor war, ein Punkt in Specimen. Dann waren zwei Punkte im Labor. Einer war in Electrical, das warst dann du. Also muss das Ultraschall eigentlich gewesen sein. Ja. Ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Hab mein Bestes gegeben, konnte nichts mehr machen. Muss ich sagen, war echt gut, war knifflig. Ist denn der Daniel wieder da? Ja, ja.